die Regie wollte Leonie gar nicht gehen lassen, hat sie direkt nochmal eingeblendet, aber das war ein bisschen geschummelt. Wir machen mit einem anderen Gast weiter und zwar, wie ihr gerade schon gesehen habt, mit Danja Dicken. Und bei ihr finde ich super spannend, dass sie schon im Alter von 10 Jahren geschrieben hat und noch spannender, im Alter von 14 Jahren hat sie schon erste Veröffentlichungsversuche gestartet, was ich bin sehr gespannt, was sie dazu gleich erzählen wird. Und wir haben ja eben schon mal gehört, dass Psychologie sehr in ein gewisses Genre reinspielt. So war es auch bei ihr. Sie hat Psychologie studiert, Informatik und dann als Online-Redakteurin gearbeitet. Und ich bin sehr gespannt, ob ihr Studium in der Psychologie geholfen hat, denn sie schreibt Psychothriller. Herzlich willkommen, Danja. Ja, hallo. Hallo, freue mich hier zu sein. Ja, wie geht's dir? Ja, bestens. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber das ist, okay, ist eine tolle Veranstaltung. Das nehmen wir dir jetzt einfach mit der Aufregung. Du brauchst nämlich gar nicht aufgeregt sein. Du hast schon im Alter von 10 Jahren angefangen zu schreiben und mit 14 wolltest du veröffentlichen. Wie lief das ab bei dir? Ja, ich habe den klassischen Weg natürlich versucht, so ein bisschen wie Chris, Verlage angeschrieben, versucht, einen Agenten zu finden, unheimlich viel Zeit da reingesteckt. Ja, funktioniert hat es in dem Moment leider nicht. Ja, bin dementsprechend dann irgendwann aus der Not ins Self-Publishing gegangen und habe festgestellt, das ist eigentlich schon auch ganz schön, dann viele Dinge wirklich selber machen zu können. Ja, absolut. Dazu erzählst du uns gleich bestimmt noch ein bisschen mehr. Aber ich finde es immer noch super beeindruckend. Hast du den Roman noch, den du geschrieben hast, als du 10 warst? Hast du irgendwelche Stücke aus dem nochmal verarbeitet oder werden wir den irgendwann nochmal zu lesen bekommen? Der liegt hier tatsächlich in der Kiste. Das war ein Kinderkrimi. Habe ich handschriftlich geschrieben, aber der bleibt, glaube ich, in dieser Kiste. Schade, ich habe gerade überlegt, ob wir dich irgendwie gemeinschaftlich überreden können, dass du die Lesung heute aus dem Kinderkrimi machst, aber dann vielleicht nicht. Aber falls Verlage zuschauen, wir hatten auch schon Kinderbuchautoren da, man weiß ja nie, vielleicht kommt da noch was zustande. Aber du hast jetzt schon erzählt, dass du dann ins Self-Publishing gegangen bist. Wie war das für dich? Was sind für dich die Vorteile beim Self-Publishing? Dass man überhaupt selber bestimmen kann, dass man sagen kann, wie das Cover aussehen soll, wie der Titel lauten soll, dass man auch mal über strittigere Themen schreibt, wie die Todesstrafe in den USA zum Beispiel. Da kann man schon mal eher so ein heißes Eisen anpacken, als ich das jetzt zum Beispiel in den Verlagsveröffentlichungen machen kann, die ich dann später hatte. Und das wissen die Leser aber auch sehr zu schätzen tatsächlich. Ja, das glaube ich. Und du hast ja auch Psychologie studiert und meines Wissens geht es ja auch so ein bisschen um Psychologie in dem neuen Buch. Sie will, also die Protagonistin will ja FBI-Profilerin werden. Was ist denn eine Profilerin? Müssen wir das wissen, bevor du gleich daraus vorliest? Das ist jemand, der anhand der Spuren am Tatort versucht, Rückschlüsse auf die Motivlage, auf die Psychologie des Täters zu schließen. Da gibt es ja auch populäre Fernsehserien wie Criminal Minds oder wer wirklich fundiert das sich mal angucken möchte, der ist bei Netflix ganz gut bedient, bei Mindhunter. Das ist eine ganz, ganz tolle Serie. Die kann ich sehr empfehlen. Sehr gut, direkt noch eine Serienempfehlung, aber nicht vor Schluss von heute einschalten, sondern erst danach. Und lieber Chat und liebe Zuschauer, ihr könnt auf jeden Fall wieder Fragen stellen, falls ihr wollt. Und dann würde ich fast sagen, gib uns gerne noch alle Hintergrundinformationen, die wir brauchen und dann können wir schon die Lesung starten und uns anschauen, wie du dein Studium da hast einfließen lassen. Ja, tatsächlich. Viele Informationen über meine Protagonistin muss ich vorab auch gar nicht geben, weil sie es selber erklären wird. Im ersten Band der Reihe, da ist sie noch tatsächlich als Streifenpolizistin unterwegs, was sie als Qualifikation für das FBI braucht. Aber da engagiert sie sich schon sehr. Und in dem Buch geht es um einen Fall von häuslicher Gewalt, der dann hinterher deeskaliert. Libby stieg aus und ging zur Haustür, wo sie beherzt klopfte. Es öffnete jedoch niemand. Sie klopfte erneut und ließ ihre Blicke über alle Fenster gleiten, die sie sehen konnte. Im Haus war es still. Sie überlegte schon, ob sie wieder verschwinden oder zumindest einmal ums Haus gehen sollte, als doch geöffnet wurde. Nur ein Spalt breit und die Kette war vorgelegt, aber auf der anderen Seite der Tür stand Cassidy Maxwell und machte ein überraschtes Gesicht, als sie Libby sah. »Oh, Officer«, sagte sie nervös, »was machen Sie denn hier?« »Ich bin allein. Mein Partner ist noch im Auto.« »Ich bin hier, weil ich mit Ihnen reden möchte, Mrs. Maxwell. Darf ich reinkommen?« »Reden? Worüber?« »Über Ihren Mann. Über das, was am Samstag passiert ist. Ich möchte Ihnen helfen. Ihr Mann ist doch nicht da, oder?« »Nein,
Ich soll niemanden ins Haus lassen, wenn er fort ist. Libby versuchte sich ihr Entsetzen darüber, wie sehr Luke seine Frau bereits eingeschüchtert hatte, nicht anmerken zu lassen. Ich bin Polizistin, Mrs. Maxwell. Es passiert doch nichts Schlimmes. Cassidy seufzte und nickte schließlich. Augenblick. Sie schloss die Tür, zog die Kette zurück und öffnete die Tür dann ganz. Kommen Sie, Officer. Danke, sagte Libby und folgte Cassidy ins Haus. Es war das erste Mal, dass sie weiter als bis in den Flur kam. Die Tapete hatte schon bessere Tage gesehen. Der Bodenbelag war uneben und knarrte. Libby warf einen kurzen Blick in die Küche, die penibel aufgeräumt war. Cassidy ging voran ins Wohnzimmer und bot Libby einen Platz auf einer durchgesessenen dunklen Ledercouch an. Das Mobiliar war alt, aber dem abgewohnten Sofa gegenüber stand ein riesiger neuer Flachbildfernseher. Libby erkannte die neueste PlayStation neben einigen anderen Geräten, die allesamt nicht so aussahen, als seien sie billig gewesen. Die Prioritäten hier waren also klar verteilt. Cassidy war zu nervös, um Libby etwas zu trinken anzubieten, aber Libby fragte auch nicht. Sie beobachtete, wie Cassidy sich langsam auf das benachbarte Sofa setzte und ihren Rock glatt strich. Sie trug ihr Haar offen, aber als sie sich in einer gewohnheitsmäßigen Geste das Haar hinters Ohr zurückstrich, entdeckte Libby frische Würgemale an Cassidys Hals. Sie schluckte hart, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. Cassidy trug ein Langarmoberteil, was zu der Jahreszeit zwar nicht verwunderlich war, aber Libby wäre nicht überrascht gewesen, hätten sich darunter weitere Blutergüsse verborgen. Sie beugte sich ein wenig vor, um nicht allzu einschüchternd zu wirken, und überlegte kurz. Wie lange geht das schon so? Was meinen Sie, fragte Cassidy, dass Ihr Mann Sie so behandelt? Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie das angefangen hat und warum. Ich meine, eigentlich ist er nicht so. Am liebsten hätte Libby geschrien. Das war so typisch. Er ist ganz genau so, Mrs. Maxwell. Er ist so, wie Sie ihn täglich erleben. Nein, er ist eigentlich so ein zuvorkommender und verständnisvoller Mann. Er hat nur diesen Druck wegen der Arbeit. Welchen Druck? Er verdient ja nicht so viel und es müsste so viel am Haus gemacht werden, aber das können wir uns nicht leisten und er will nicht, dass ich arbeiten gehe. Auch das war typisch. Luke isolierte seine Frau, damit er sie kontrollieren konnte. Er hielt sie klein, zerstörte ihr Selbstvertrauen. Ihr Universum kreiste nur noch um ihn. Würden Sie denn arbeiten wollen? Fragte Libby. Schon, ja, es würde uns helfen, aber Luke meinte, ich kann mich ja nicht gleichzeitig ums Haus kümmern und arbeiten gehen. Da hat er wahrscheinlich recht. Wenn Luke das sagte, sie hatte schon gar keine eigene Meinung mehr. Was macht Ihr Mann denn beruflich? Er arbeitet bei einer Autoverwertungsanlage südlich von Downtown, nichts Besonderes. Und Sie? Ich habe mal in einem Kindergarten gearbeitet. Das ist schön. Ich habe auch ein Semester Erziehungswissenschaften studiert. Sie haben studiert? Cassidy blickte auf und ihre Augen leuchteten kurz. Das hätte ich auch gern getan. Konnte ich mir nie leisten. Seit wann kennen Sie Luke? Ich habe ihn in meinem letzten Jahr an der Highschool kennengelernt. Wir waren nicht auf derselben Schule. Er ist ja auch einige Jahre älter. Ich schätze Sie auf Mitte 20. Cassidy nickte. Ja, das stimmt. Und wann haben Sie geheiratet? Ah, schon sehr bald. Ich wollte von zu Hause raus und das hieb- und stichfest machen. Mein Vater trinkt, wissen Sie. Das gab immer Ärger zu Hause. Cassidy brachte also die entsprechende Persönlichkeitsstruktur mit, um das alles mit sich machen zu lassen. Sie kannte es ja so. Ihr Versuch, sich zu befreien, war nach hinten losgegangen. Sind Sie verheiratet? Fragte Cassidy. Libby schüttelte den Kopf. Nein, aber ich lebe mit meinem Freund zusammen. Liebt er Sie? Das denke ich schon. Jedenfalls hat er mich noch nie geschlagen, wagte Libby einen Vorstoß. Cassidy zuckte zusammen und sagte, Luke liebt mich auch, das sagt er mir immer wieder. Er hat ja Gründe, wütend auf mich zu sein. Vielleicht, aber er hat niemals Gründe, die Hand gegen Sie zu erheben. Kein guter Mann sollte das tun, sagte Libby. Es tut ihm immer leid. Ja, natürlich, und trotzdem tut er es immer wieder. Er wird es auch weiterhin tun. Er hört nicht damit auf. Niemals. Er versucht es. Wenn er befördert wird und mehr Geld bekommt, dann ist der Druck weg und er wird sicher nicht mehr so schnell wütend. Früher war doch auch nicht so. Libby suchte Cassidys Blick und wartete, bis sie einander in die Augen sahen. Sie haben frische Würgemale am Hals. Das darf er nicht tun, Mrs. Maxwell. Aus keinem Grund. Kein einziges Mal.
Er war wütend. Wir waren am Samstag hier. Heute ist Montag. War das gestern? Cassidy nickte. Wussten Sie, dass die meisten Frauen unseres Alters durch die Hand ihres Lebenspartners sterben? Fragte Libby. Bei unverheirateten Paaren ist das Risiko noch etwas höher, aber obwohl ich noch nicht lange bei der Polizei bin, kenne ich solche Fälle. Erschrocken sah Cassidy sie an. Ist das Ihr Ernst? Ist es. Ich will damit gar nicht sagen, dass er das tun will. Aber vielleicht hört er irgendwann nicht mehr rechtzeitig auf. Vielleicht rastet er irgendwann so sehr aus, dass er die besinnungslos auf sie einprügelt und sie einen bleibenden Schaden davontragen. Oder sie könnten sterben. Nun zog Cassidy die Schultern hoch und nahm eine abwehrende Haltung ein. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen. Warum nicht? Fragte Libby. Sie sind doch ganz anders als ich. Ich glaube, Sie sind zwar so alt wie ich, aber uns trennen Welten. Das können Sie doch gar nicht wissen. Aber Sie sind so selbstbewusst. Ich meine, Sie sind Polizistin. Sie gehen jeden Tag da draußen mit Ihrer Waffe und gehen das Risiko ein, selbst erschossen zu werden oder was auch immer. Das ist sehr mutig. Wie könnten Sie mich also verstehen? Libby erwiderte ihren Blick und zögerte kurz. Sollte sie es wirklich tun? Eigentlich wollte sie es nicht und sie war nicht sicher, ob es funktionierte, aber schließlich gab sie sich einen Ruck. Kennen Sie die fundamentalistische Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage? Die Mormonensekte, der Warren Jeffs vorsteht. Cassidy wirkte kurz irritiert, aber dann nickte sie. Und da heiraten die Männer doch mehrere Frauen. Genau. Sie glauben, dass man nur in den Himmel kommt, wenn man als Mann viele Frauen hat. Sie glauben auch, dass man sich als Frau immer dem Willen des Mannes fügen sollte. Dort leben die Männer mit all ihren Frauen und Kindern in einem Haushalt. Damit es genügend Frauen zum Heiraten gibt, werden immer wieder junge Männer aus der Sekte ausgestoßen. Die ohnehin etwas rebellisch sind und Ärger machen. Die werden teilweise in die Sekte geboren und kennen nichts von der Außenwelt. Kein Fernsehen, keine Handys, nichts. Und auf einmal stehen sie vor der Tür. Das ist schlimm, sagte Cassidy. Nicht so schlimm wie das, was die Frauen mitmachen. Inzest bereitet dort niemandem das geringste Kopfzerbrechen. Kann es auch kaum, denn seit neuestem dürfen sich nur bestimmte hoch angesehene Männer fortpflanzen, den sogenannten Samenbringer. Sex unter Eheleuten ist verboten, aber jeden Monat müssen die Frauen zu diesen Samenbringern und sich vergewaltigen lassen. Libby bemühte sich nicht um eine schonende Wortwahl. Im Gegenteil. Sie sagte es, wie es war, und ihr entging nicht, dass Cassidy tatsächlich kurz zusammenzuckte, als sie von Vergewaltigung sprach. Ist das wahr? Fragte Cassidy. Jedes Wort. Und wissen Sie, wieso ich das weiß? Nun schüttelte Cassidy den Kopf. Weil ich in die FLDS geboren wurde. Ich stamme eigentlich aus Utah. Mit 14 bin ich geflohen, als ich meinen Onkel heiraten sollte und der mich vorab mit dem Wissen meines Vaters schon mal angefasst hat, weil er wissen wollte, ob ich noch Jungfrau bin. Mein Vater hat meine Mutter aber auch geschlagen und vergewaltigt, als sie mit mir schwanger war. Das war also kein Problem für ihn. Wie vom Donner gerührt, starrte Cassidy Libby an. Dort kommen Sie her? Libby nickte. Ich bin ganz allein weggelaufen, weil ich das alles nicht wollte. Ich hatte Angst davor. Ich wäre die fünfte Frau meines Onkels geworden. Allerdings war mein Vater so wütend über meine Flucht, dass er meiner Mutter den Schädel eingeschlagen hat. Ich habe sie nie wieder gesehen. Cassidy hatte Tränen in den Augen und schluckte. Du meine Güte, das ist furchtbar. Und falsch, oder? Natürlich, das ist ja entsetzlich. Nicht mehr als das, was Luke Ihnen antut, Mrs. Maxwell. Libby sah ihr fest in die Augen. Eine Träne löste sich aus Cassidys Auge. Aber das können Sie doch gar nicht vergleichen. Warum nicht? Ihnen ergeht es doch gerade nicht anders als meiner Mutter. Ihr Mann schlägt sie. Vergewaltigt er sie? Die Würgemale würden dazu passen. Stumm weinend sah Cassidy sie erst an, aber dann wandte sie verschämt den Blick ab. Schluchzend verbarg sie das Gesicht in den Händen. Ich kann nicht. Das dachte ich auch, bis ich weggelaufen bin. Ich habe damals gegen meinen Vater, meinen Onkel und den Anführer unserer lokalen Gruppierung vor Gericht ausgesagt. Sie sitzen heute noch im Knast, wo sie auch hingehören. Und jetzt bin ich hier bei der Polizei und ich kann Ihnen helfen, Mrs. Maxwell. Lassen Sie die Hilfe einfach zu. Cassidy hatte immer noch die Hände vors Gesicht geschlagen und weinte. Libby ließ ihr Zeit und überlegte, ob sie der weinenden Frau die Hand auf die Schulter legen sollte, aber dann traute sie sich nicht. Schließlich blickte Cassidy auf und wischte sich verschämt die Tränen ab. Er ist doch mein Mann. Ich weiß. Machen Sie nicht denselben Fehler, den meine Mom gemacht hat. Sie ist nicht zusammen mit mir weggelaufen. Hätte sie tun sollen, dann würde sie heute noch leben. Er würde nie.
Das wissen Sie nicht. Lassen Sie es nicht darauf ankommen. Sie sind so alt wie ich. Sie haben doch Ihr ganzes Leben noch vor sich. Wollen Sie sich denn den Rest Ihres Lebens von ihm schlagen lassen? Er hat keine Achtung und keinen Respekt vor Ihnen, egal was er behauptet. Natürlich gelobt er immer wieder Besserung, aber die wird nicht kommen, glauben Sie mir. Ein Mann, der seine Frau verprügelt, hört nicht auf. Niemals. War ein ganz schön harter Einstieg, aber auch zeigt eigentlich auch, wie wichtig das Buch ist, das du da gerade geschaffen hast, weil es sicherlich auch vielen Frauen hilft und auch eine super wichtige Thematik aufmacht. Was ich mich bei solchen Büchern immer frage, hätte man Angst, deinen Suchverlauf bei Google zu gucken? Wie recherchierst du da? Ich habe tatsächlich eine Tasse, auf der steht Don't look at my browsing history. Mhm. Das dachte ich mir gerade bei den Themen, weil ich weiß nicht, ob ich da so in den Suchverlauf gucken möchte, aber passt dann sehr gut. Also du gehst dann schon sehr, sehr tief in die Recherche und liest dir das dann auch alles durch. Ja. Ja, das ist auch was, das verfolgt mich manchmal auch bis in den Schlaf, da bin ich ganz ehrlich, aber das sind halt auch wichtige Themen. Ich gucke mir selber auch ganz, ganz viele True-Crime-Dokus, die sind ja vorhin auch schon mal angesprochen worden, an und habe Bücher in meinem Regal, die ganzen freien Studien, ich kenne das alles. Also ja, alles, was da in meinen Büchern vorkommt, das gibt es leider tatsächlich wirklich. Ja, auf jeden Fall. Was mich noch interessiert, bevor wir gleich die Fragen der Zuschauer nehmen, hast du da auch mit Frauen gesprochen, die von häuslicher Gewalt betroffen waren? Hattest du da irgendwie direkten Kontakt? Nee, persönlich nicht. Was tatsächlich passiert ist im Nachhinein, nach der Veröffentlichung, hat mich tatsächlich schon mal eine Frau kontaktiert, die schon Opfer sexueller Gewalt geworden ist. Und das ist ein ganz, ganz intensiver Austausch geworden. Ja. Und das finde ich auch wichtig. Ich fand das ganz toll, dass ich ihr da wirklich auch den Mut gegeben habe, dass sie auf mich zugegangen ist und mir gesagt hat, dein Buch, ich finde mich darin wieder und das wollte ich dir gerne sagen. Also ja, total. Das ist was Besonderes irgendwie. Das ist auf jeden Fall was man sich auch mitnehmen kann. Vielleicht dann auch die Botschaft, dass man sich Leuten anvertraut, so wie es ja eben gerade in dem Buch geschehen ist. Aber ich würde gerne noch was aus dem Chat hören. Du lächelst schon so, du hast bestimmt was. Ja, nämlich genau das, was ihr auch sagt, dass es nämlich sehr wichtig ist, Themen wie häusliche Gewalt, gerade aktuell steigen die Zahlen da ja an, zu thematisieren. Und das ist auch die Meinung in unserem Chat tatsächlich. Also deswegen danke dafür in jedem Fall. Und eine Frage, die sich unsere Zuschauerinnen stellen, ist, du hast mit 10 schon ein Krimi für Kinder geschrieben, also auch da in diese Richtung, in das Genre schon kratzend am Thriller. War das für dich von Anfang an klar, dass es in diese Richtung gehen wird? Also warst du direkt auf das Genre festgelegt? Nee, eigentlich nicht. Ich habe tatsächlich einen ganz langen Ausflug auch in die Fantasy gemacht, bedingt durch den Herrn der Ringe, als der damals im Kino lief. Ich war hin und weg. Ich habe Fanfictions geschrieben. Ich habe hinterher selber dann auch eigene Fantasy-Romane geschrieben, die es auch tatsächlich immer noch gibt. Also, ich weiß nicht. Das war auch ein Ding, was mich lange begleitet hat. Und bei den Thrillern, da habe ich mich tatsächlich so lange auch nicht getraut, das wirklich zu schreiben, bis ich angefangen habe, das zu studieren, bis ich dann ein Verständnis für diese Wissenschaft bekommen habe, wie Psychologie funktioniert, wie Täterprofile erstellt werden. Das hat ja nichts mit Hokuspokus zu tun, das ist ja Wissenschaft, die berufen sich ja auf Fallstudien. Und als ich dann das studiert habe, dann konnte ich so weit in die Tiefe gehen, dass ich dann auch bei der Recherche wusste, wo ich dran bin, wie ich das umsetzen muss, solche Dinge. Klingt dir auf jeden Fall sehr gut und ich glaube, du hast neben den Fans, die es sowieso schon gab in unserem Chat, viele gefunden, die jetzt gerne mehr von dir lesen wollen. Und eine letzte Frage sei erlaubt, nämlich die Frage, kann man quer einsteigen oder gibt es eine Reihenfolge bei deinen Büchern? Man kann tatsächlich mit der Reihe einfach einsteigen. Das ist Teil 1, aus dem habe ich gerade gelesen. Die Reihe ist eigentlich tatsächlich ein Spin-off von meiner Vorgängerreihe. Ich bin, was das angeht, auch ein Serientäter tatsächlich. Und Libby Whitman kommt auch vorher schon in der anderen Reihe vor. Das Vorwissen ist aber überhaupt nicht vorausgesetzt. Und man macht überhaupt nichts falsch, wenn man hier mit dem ersten Band anfängt und dann eine Reihe nachliest. Ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall dafür an dich. Danke, dass du so wichtige Bücher schreibst und dass du uns so einen tiefen Einblick gewährt hast. War sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, danke schön. Genau, und wer es jetzt gerade nicht so mitbekommen hat, das war Brave Mädchen schreien nicht. Und wie gerade schon erwähnt, könnt ihr mit dem ersten Band einsteigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es super spannend, dass so viele so einen psychologischen Hintergrund tatsächlich haben. Jetzt bei unserem nächsten Gast geht es wieder in eine ganz andere Richtung. Wir haben heute einfach sehr, sehr abwechslungsreiche Geschichten. Denn da wird es nicht um einen Thriller gehen, sondern es gibt wieder so ein bisschen was Berührendes, Inspirierendes fürs Herz.